Die ist hier. Also von da aus kommen kann ich nicht hinwerfen. Das ist, kann man vergessen. Ich habe da eh keinen Standpunkt aus, von dem ich aus werfen kann. Und ja, wenn ich die wegnehme, wird es da drüben wieder dunkel. Ups. Naja. Hier habe ich ja auf die Druckplatte getroffen, gell? Ja. Gut. Ich müsste da hinwerfen. Nur wie? So falle ich runter. Es gibt außerdem nur hier unten drei Würfel und einen kann ich nicht bewegen, bei dem sein Feld deaktiviert ist. Ah ja. Nein, war ein Fehler, ich dachte. Ah. Doch, natürlich. So, so. Und den dann daneben buxieren. Genau. Kann ich jetzt hier rum werfen. Und dann ist der auch aktiv. Das heißt, ich kann die alle verschieben. So, so, so und so. Kann ich hier in Ruhe rübergehen? Meine Schuriken aufsammeln. Da seine Feld wird da wieder deaktiviert. Great Axe. Heavy Two-Handed Weapon. Die behalte ich auf jeden Fall. Die würde ich am liebsten hier reinpacken. Erstmal. Toll, wie mache ich das dann am besten? Ich könnte die Rüstung, aber die will ich nicht rauswerfen. Du bist am Verhungern. Hm? Gib mir mal ein Laib Brot. Wie mache ich das jetzt am dümmsten? Was könnte ich weglassen? Den Lederkürers. So. So. Den Lederkürers und was noch? Nicht die Schaufel. Wenn ich die Schaufel einfach weitergebe. Ah, du bist mit der Schaufel nicht überladen. Oh, du hast jede Menge neue Kräuter. So. Und die Fackel kann bei dir mal weg. Gib ihm was zu essen. So sparen wir auch etwas Gewicht. So. Ja, genau. Jetzt geht was auf. Hey, Jungs. Wow. Ja, kommt ruhig hier runter. Tschüss. Ja. So, zurück zum blauen Kristall. Tharion wiederbeleben. Nach meiner spektakulären Flucht. Falsch. Ach, aber wenn wir schon mal hier sind. I am alive. I am the strongest. I can't fly. I can walk. I am alive. This figurine is in a piece of pale bone. Ah ja, ein lebendes Skelett. I can't fly. Na, tun wir sie mal da rein.
Auch wenn die Anordnung jetzt wahrscheinlich noch nicht ganz richtig ist. Und sowieso noch einer fehlt. Hier rum. Erst einmal Tarion wiederbeleben. Wird das Wichtigste sein. Da müssen wir uns diese Viecher einzeln vorknöpfen. Und mal zwischenspeichern wieder mal. Weil dann müssen wir uns noch mit dem Schleim anlegen. LP 047. So. Hier rum und dann zurück in den Hauptraum. So. Ne, hier lassen wir mal offen. Jetzt müssen wir darum und dann können wir darum. Hi, Kumpel. Genau, einfach stehen bleiben. Da sind sie nicht mehr ganz so. So. Dann sind sie etwas harmloser, komischerweise. Wenn ich einfach stehen bleibe. Komm. Na, kommt. So, Stunt. Stunt ist gut. Genau. Stunt ist sehr gut. Edge Badge. So, zweiter weg. Jetzt können wir mal kurz warten. Oh. Nicht so gut. Ich könnte sie jetzt heilen und kurz ein Schläfchen machen. Oder da ich genug Heilpilze wieder habe, über 20 Stück. So. Und da haut sie schon ab. So, weg mit dir. So, aufsammeln. Pfeile aufsammeln und so weiter. Und dann können wir kurz gucken, was sie hier drin versteckt hatten. Auf dieser Seite ist nichts. Und auf der anderen Seite, das ist da drüben, ist eine Nische aufgegangen. Hier drin ist auch nichts. Gut. Hier hoch. Aber wir haben die Erfahrungspunkte gekriegt. Das ist das Wichtigste. Wir sind kurz vorm Level up. 2 Punkte fehlen nur noch. Das ist sehr gut. Ja, jetzt müssen wir uns... Oh. Da ist noch was aufgegangen. Das gucken wir uns mal kurz an. Ach, hier ist das... Ah, hier ist solches Moos. Und sonst ist hier nichts. Okay. So, jetzt will ich aber nochmal speichern, bevor ich mich mit den Schleim anlege. Die Stelle war ja garstig genug. Falsche Richtung. Licht bitte. Und ja, bei Tarion dringend Eis erhöhen. Darum. Und ja, noch die Schleime und dann das Lexikanum-Rätsel lösen. Dann haben wir diese Ebene abgeschlossen. Hoffe ich mal. Dann können wir oben in den Archiven die beiden Räume hoffentlich öffnen, wenn wir das alles da lesen können. Ja, genau, hier drüber speichern. So. Und wenn wir das dann können, könnten wir theoretisch auch das eine Rätsel im Forest lösen.
Da war ja so ein Schild mit einer Inschrift, die ich auch noch nicht lesen kann. Ah, darum. Das war falsch. Das ist richtig. Und wir haben immer noch den Mimik-Teleport. Ja, stimmt. Das will ich dann auch noch mal versuchen. Aber dann versuche ich erst einmal den Schalter in Ruhe zu finden. Ohne mich einkesseln zu lassen. Und da sind so viele Schleime da unten. Was passiert, wenn ich irgendwas auf dich drauf fallen lasse? Das war nichts. Das war einfach irgendwo hingeworfen. Du hast Hunger, so. Das Problem ist, ich kann halt auch nicht auf die drauf springen, weil sie dann zurückweichen. Hier ist auch nirgendwo ein Knopf oder so, den ich drücken könnte. Dass ich bessere Chancen hätte. Hä? Weil hier war ja nur das hier. Genau. Hey, cool, ich habe ihn doch zermatschen können. So bin ich einen schon mal losgeworden. Auch wenn... Oh. Ich nun in der Ecke gedrängt bin. So, critical. Dann greift er hoffentlich nicht mehr so schnell an. So, und Level up für alle. Gut. Du kriegst Skills Athletics. Für mehr Lebenspunkte und bald mehr Traglast. Du kriegst Skill Athletics, damit du jetzt schon mehr tragen kannst. Packesel. Du kriegst auch Athletics oder Dodge oder Echo Vacy. Missile Weapons, mehr Schaden. Und du kriegst Water Magic für noch mehr Water Schaden. So. Gut. Hier ist nirgendwo ein Knopf. Da ist ein grüner Schleim. Und ja, ich kann jetzt, glaube ich, sogar die Special vom Bogen benutzen. So, gucken wir mal. Wow, das war cool. So, jetzt müssen wir einfach im Nahkampf draufhauen. Du dich heilen. So. Sehr gut. Du hast wieder neue Pflanzen gekriegt. Dann mach doch sicherheitshalber mal Potions. Wieder 3 Stück. Eine für ihn. 2 für sie. So, kriegst das wieder. Und du kannst mal die Schaufel tragen. Und wenn du die Schaufel tragen kannst, kannst du theoretisch auch... Achso, die trägst du ja, glaube ich, schon. Deine Zweihandwaffe. Genau, bitte, du übelst viel Schaden machst. Muss ich ehrlich zugeben. 2 Levels in Heavy Weapons als nächstes, dass sie diese Waffe einhändig tragen kann. So. Und dann können wir nur hier reingehen. Oh. Wow. Das ist jetzt weniger schön. Ich habe mich in die Ecke drängen lassen. Trink. Trink. Warum machst du nichts? Also ich finde es schön, dass du nichts machst.
Jetzt hast du wieder was gemacht. Okay.